Ich will jetzt einen Vortrag, möchte den Vortrag oder Impulse geben zu dem Thema, was ist eigentlich, das war auch das Thema dieser Tagung, die wir hatten, 100 Tage, gibt es eigentlich eine Mission oder Aufgabe oder Auftrag oder Verpflichtung oder Verantwortung, sind da mehrere Begriffe entstanden, für Anthroposophen und Anthroposophinnen, gibt es eine Aufgabe, was könnte die Aufgabe von Anthroposophen sein? Und da stellt sich natürlich das Erste, das haben wir vorhin geklärt, was ist ein Anthroposoph und was ist Anthroposophie? Wir haben es gehört, Anthroposophen können daher nur Menschen sein, die gewisse Fragen über das Wesen des Menschen und die Welt so als Lebensnotwendigkeit empfinden, wie man Hunger und Durst empfindet. Und ich habe vorhin schon gehört, wir haben, du hast, glaube ich, nicht ganz so viel. 8 Millionen Kunden müssen wir erreichen. Im Moment sind wir bei 80.000 oder noch, das eine Video hat schon bald 500.000, aber 8 Millionen ist unsere Zielgröße. 8 Millionen Düst nach Anthroposophie. Mein lieber Schwan, also wenn das passiert, liebe Michaela, liebe Brigitte, freut es mich. Die Frage ist dann, wer ist ein Anthroposoph? Das war das, ja, das haben wir gerade schon gehört, das ist das entscheidende Kriterium. Und dann ist die Frage, gibt es noch was drüber hinaus? Das war auch das, was ich vorhin versucht habe zu erläutern. Der Anthroposoph oder der Geisteswissenschaftler, die Geisteswissenschaftlerin, strebt nach der Erkenntnis des Wesens und nicht der Hülle, nicht der Offenbarung, nicht dem Schein, sondern strebt immer nach der Erkenntnis des Wesens. Das heißt, Anthroposophin, wenn ich jetzt immer sage Anthroposophin, denkt ihr immer euch geistig dazu und Anthroposophinnen. Hört ihr das? Ja. Also wir als Geisteswissenschaftler interessieren uns für das Wesentliche. Nur im Deutschen sagt man, ja, was ist wesentlich? Aber dass ein Wesen dahinter steckt, das ist das, was wir in der Anthroposophie begreifen müssen. Wir geben uns nicht mit äußeren Dingen oder äußeren Antworten zufrieden. Warum? Weil sie uns nicht sättigen. Deshalb seid ihr hier. Wir spüren, die Seele wird nicht satt von diesen Antworten, die wir da von außen kriegen. Wir hungern sozusagen weiter. Und das bedeutet, dass die Seele hungrig und durstig bleibt. Und es gibt auch einen Vortrag von mir, warum dann die Menschen oder wir alle Möglichen greifen, weil der Hunger nicht gestillt wird. Dann versucht man alles Mögliche, doch der Hunger bleibt und man weiß nicht, dass ein Hunger ist und ein Durst. Und weil man eben wie im Körper tagtäglich Nahrung braucht und immer wieder Hunger und Durst bekommt, scheint es für die Seele auch zu sein. Das ist gut für unsere Firma. Weil man täglich neu Futter braucht. Und deshalb sind eben die Kurse, die ich da angeboten habe, über 2 Jahre, der erste Lehrgang in Elbach-Miesbach in der Gegend von Rosenheim, da haben wir mal kurz das 70. Seminar gehabt. Das heißt, es sind ja mittlerweile teilweise bis zu 20 Leute, dann 15 Leute da. Das heißt, wir haben auch gemerkt, was ich vorhin gesagt habe, wir fangen jedes Mal neu an. Und es kommen neue Leute dazu, die sind dann schon wieder weiter. Schon spannend, das hört nicht auf. Ja, nun kann ich das ja nicht machen, dass ich für jeden Kurs das immer fortführe, weil es gibt nur 50 Wochenenden. Es gibt einfach nicht mehr und die sind bei mir schon voll. Aber der Hunger kommt immer wieder und das Schöne ist, dass jetzt auch Menschen nachwachsen und andere dazukommen. Und Internet und YouTube wollen Hunger auf diese Art und Weise. Vor allem Studiengruppen, dass ihr euch trefft, das sind jetzt die Sättigungsplätze, nur die Wildfutterplätze. Da kann das anthroposophische Wild kommen. Ja, ihr seid die Nahrungsgeber jetzt, weil ich kann das nicht alles tun. Und das habe ich vorhin schon gesagt, kaum hat man was verstanden bei Steiner, ist am nächsten Tag wieder verschwunden, es ist weg. Es muss verdaut werden, es muss erneut gegessen werden, dasselbe wieder, ja, vielleicht von einem anderen Blickwinkel, dann kommt derselbe Text oder ein anderer Text, dann hat der Apfel halt wirklich einen Zimt drauf, ja, oder es ist ein anderes Gewürz, was mit dabei ist, und so merken wir, dass die Geisteswissenschaft unendlich ist und dass wir erneut essen müssen. Und warum essen wir? Weil bei uns das bis auf die Knochen gehen muss, es müssen auch die Knochensubstanz aufgebaut werden, wenn wir essen. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, was müssen wir denn aufbauen für die Zukunft nach dem wunderbaren Weltenplan, das sind ja unsere geistigen Leiber.
wir müssen ja etwas Geistiges aufbauen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier sind, unseren physischen Leib aufzubauen, sondern dass man geistige Leiber aufbaut. Also Anthroposoph ist man dann, und Anthroposophie, wenn man dann irgendwann dauerhaft merkt, ich kann nicht also jeden Tag Anthroposophie zu essen. Es wird dann einfach zur Lebenseinrichtung. Man merkt, es geht nicht ohne, in welcher Form auch immer, wenn es auch ein bisschen ist. Und dann haben wir schon gesagt, wie ist es, wenn man anderes Wissen zu sich nimmt, esoterisches oder religiöses oder so aus dem Okkultbereich oder Verschwörungstheorien, da wird ja auch viel Okkultes gebracht. Die Erfahrung ist dann doch auch, irgendwo fehlt dann auch was. Und wir merken immer, es fehlt das Wesen, es fehlt das Wesentliche. Und das Schöne ist, dass wir eben, weil wir hier sind, ja, die Gnade hat noch die Freude oder was auch immer, dazu gestoßen zu sein und das lernen zu dürfen. Und wenn man jetzt fragt, wann ist man Anthroposoph, dann habe ich auch mein heiliggegebenes Beispiel gemacht, wann ist man Wissenschaftler oder wann ist man Autofahrer. Jeder von euch, der einen Führerschein hat, ist potenzieller Autofahrer. Aber wenn er auf dem Fahrrad sitzt, ist er kein Autofahrer, ist er Fahrradfahrer. Er bleibt zwar potenziell ein Autofahrer, aber in dem Moment, wo er aus dem Auto aussteigt, ist er im Moment kein Autofahrer. Wenn ein Wissenschaftler ist, ist festgelegt, was ein Wissenschaftler ist. Und in dem Moment, wo er unwissenschaftlich arbeitet, steigt er aus dem Auto Wissenschaft aus. Er ist zwar potenziell Wissenschaftler, aber ist es nicht mehr in dem Moment. Deshalb die Frage ist, wann ist man Anthroposoph? In dem Moment, wo man es tut. In dem Moment, wo man aussteigt aus dem Tun, ist man es nicht mehr. So einfach ist es mit dem Anthroposoph oder der Anthroposophie. Man ist es dann, wenn man das Wesentliche beachtet. Immer dann, wenn man das Wesentliche erkennt, das Wesentliche tut, dem Wesentlichen zugeordnet ist, dann ist man eigentlich in der Anthroposophia drin, in dem Wesentlichen der Welt. Wenn wir andere Wissenschaften oder anderes Wissen anschauen, und das ist eine gute Übung vielleicht für zu Hause, das Gefühl mal zu überprüfen, wann fühle ich mich in der Seele gesättigt? Das kommt ja von euch wie schon immer wieder zurück, wenn die Leute in Seminaren sagen, fühle mich zu Hause. Aber dieses Sattheitsgefühl, dass ihr, wenn ihr andere Bücher lest oder anderes Wissen, einfach mal in euch prüft, wie fühlt sich das an in der Seele? Und ist da noch so ein seelischer Hunger oder sowas da? Das wäre so eine kleine Übung, wo ihr mal dahin führen könnt, um den Unterschied direkt zu merken, wann sättigt mich das in der Seele. Kann ja auch, woanders muss ja nicht nur Schneider sein. Kann ja Rudolf Schneider sein. Ja, kann man doch. Kann vieles andere auch sein, auch Evangelien und so weiter. Und Anthroposoph ist man eben dann, wenn man nach Wahrheit strebt, das haben wir vorhin auch gesagt, nach Erkenntnis des Geistigen, nach Wahrheit zu streben. Und wenn man jetzt, ähnlich wie vorhin mit dem Channeling, wenn man dann in den esoterischen Bereich eben hört von dem Begriff der Schwingung, ihr kennt das ja alle, ne? Und Energie und Frequenzerhöhung, ne? So aufsteht durch Frequenzen, prüft euch das mal selber, wenn ihr solche Dinge seht, hört oder liest oder anschaut, prüft euch doch mal in der Seele, sättigt euch das oder ist es nur so intellektuell da oben und ergibt euch das wirklich, dieses Sattheitsgefühl in der Seele. Das ist vielleicht mal die Übung, diese Sprache, die auch heute da ist, die sich spirituell nennt, aber im Grunde materialistisch ist, fühlt einfach mal hin, was es mit euch tut. Ja, nicht, dass ihr mir irgendwas glaubt oder so, sondern einfach mal hinfühlt, was macht es mit euch in der Seele. Weil dann könnt ihr selber erkennen, wann für euch etwas fruchtbar ist und sättigend. Und dann kann man ja auch merken, dass es vielleicht Abstufung der Sättigung gibt, ne, dass man merkt, mir fehlt noch irgendwo der Nachtisch, es ist noch nicht so ganz richtig oder der Espresso oder was auch immer, vielleicht fehlt noch irgendetwas, dass man da einfach mal drauf achten kann. Und dann ist eben die Frage, wann fühle ich mich gesättigt mit anthroposophischen Inhalten, weil zunächst gehen wir ja mit Denken ran. Und das ist die erste Stufe, dass das Denken, das reine denkerische Erkennen, das fühlt schon mal den Magen, den seelischen. Dann ist die Frage, was braucht man noch dazu? Wenn das Gefühl dazukommt, dann wird es schon satter. Und damit es dann in die Knochen gehen kann,
muss es ins Handeln übergehen. Es muss der Wille dazukommen. Und dann erst kann die Anthroposophie bis in die geistigen Knochen gehen. Das ist so mein Bild, in die geistigen Knochen. Wie Rudolf Steiner haben wir gehört, Anthroposophie ist also das Wissen des Geistesmenschen. Weil dieser andere Mensch, dieser innere Mensch, der Geistesmensch ist. Wir haben im Weltenplan oder in diesen Wesensgliedern den Begriff des Geistesmenschen, den Atman. Aber hier spricht Rudolf Steiner von uns als ganzen Menschen. Er meint nicht nur diesen äußeren Körper, aber wir sind Geistesmenschen, geistige Wesen. Und er bezeichnet immer diesen Atman, diesen Geist, also diesen Atman als Geistmensch. Warum? Weil wir in der geistigen Welt, was ist nämlich dieser Atman? Das ist der geistige physische Leib. Immer ganz wichtig. Wir haben hier so einen physischen Leib. Und wenn wir uns so angucken, sehen wir sofort, das ist die Brigitte, ja, das ist der Axel, ja, das ist die Monika. Man sieht sofort, aha, an was? An dem Körper sieht man, wer das ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid mal später, ne, so, ja, so, ich sage mal so, wie Piet Locker das sagt, ne, ja, so in 5 Millionen Jahren, da seid ihr irgendwo in der geistigen Welt, ne, die Erde ist nicht mehr da, Sonnensystem ist nicht mehr da, aber wir sind alle noch da, woran sollen wir uns erkennen? Wir müssen ja irgendwie Badges, also die Dinger, da gibt es auch nicht, aber irgendwas müsste ja erkennbar sein. Am Geistmenschen, am Atman, weil an dem, wie wir außen in der geistigen Welt mit dem Äußeren, in der physischen Hülle drüben sind, physisch heißt nicht materiell, ganz was anderes, da erkennt ihr sofort, ja, das ist die Diana, erkennt man sofort, nicht an der materiellen Form, sondern an diesem Geistmenschen. Also das ist dieser Begriff des Atman. Und wie kann der gebaut werden? Was ist denn, wenn es uns in die Knochen gehen soll, was brauchen wir dann? Wir brauchen Nahrung, die bis in die Knochen geht, jetzt im physischen Leib und drüben in der geistigen Welt auch. Ja, und deshalb ist die Frage, wie das geschieht. Wir haben dann auch gehört aus der Anthroposophie, dass zwischen diesem physischen Leib jetzt hier und dem physischen Leib in der geistigen Welt, der physische Leib, die es noch nicht kennen, die hört es jetzt, die müssen halt dann die Lehrgänge kaufen oder Videos anschauen oder zum Lehrgang kommen. Dazwischen in der Seelenwelt steht die Bewusstseinsseele. Die Bewusstseinsseele ist der physische Leib in der Astralwelt. Ja, die muss auch aufgebaut werden, die muss auch bis in die Knochen Seelennahrung bekommen. Und das ist eben die Frage, woher bekommt sie das? Und wenn Rudolf Steiner vom inneren Menschen sprechen, dann ist die Frage, sind wir das schon? Nein. Doch. Weil wenn ein kleines Baby geboren wird, sagen wir, ist das ein Mensch? Ja. Aber der Leib, die Leiber sind noch nicht ausgewachsen. Es dauert eine Zeit, bis man erwachsen ist. Also gibt es einen Wachstumsprozess, bis man erwachsener Mensch ist, mit 21 Jahren. Und jetzt kann man sagen, bist du ein vollwertiger Mensch. Vollwertig heißt, du kannst jetzt eigenständig entscheiden. Das gilt für die geistige Welt auch. Wir als Geistmenschen, die wir alle hier sitzen, sind geistig noch Embryos. Das heißt, wir müssen erst diesen inneren Geistmenschen entwickeln. Wir müssen ihr Nahrung geben. Und das ist genau das, was dann die Anthroposophie tut. Wir sind ja, laut des Materialismus sind wir eigentlich nur biologische Maschinen, das sind eigentlich Pflanzen. Wir sind ja gar keine geistigen Wesen. Aber wir wissen, dass wir es sind und dass wir eben keine Erdenwesen sind. Wir sind, wo wir jetzt das Gefühl haben, wir sind hier. Jeder glaubt, er wäre hier. Ja, ja und nein. Ja, so wie der Astronaut ist auf dem Mond, ja, der ist auf dem Mond. Wir sind auf der Erde. Und trotzdem sind wir mit unserem Ich in der geistigen Welt. Und trotzdem sind wir, wenn wir Astronaut sind und auf den Mond fliegen, sagen wir auch nicht, wir sind ein Mondwesen. Deshalb sind wir keine Erdenwesen. Wir sind keine Erdenwesen. Wir sind geistige Wesen. Aber wir kommen hier mal kurz runter. Und deshalb der Begriff Terranaut. Um dann hier in diesem Leib, in diesem Körper, diese Mission zu erfüllen. Um dann mehr und mehr Mensch zu werden. Wir sollen ja erst Mensch werden. Wir sind es zwar schon, aber geistig, als Geistmensch, müssen wir eine Entwicklung durchlaufen, um da erst hinzukommen. Und das ist dieses 21. Lebensjahr geistig, da müssen wir erst hinwachsen. Und das ist das, was wir
sozusagen entwickeln müssen mit unserem Geist hinein. Und dann ist die Frage, was passiert mit einem kleinen Kind jetzt heute so? Ja, gerade in Afrika oder in Bangladesch oder wo immer man das sieht, wenn die Kinder nicht genug Nahrung kriegen. Ja, wir sehen die ausgemergelten Körper, wir sehen die Krankheiten, sie sterben früh, wie auch immer. Und jetzt übertragen wir das Bild in die geistige Welt. Wie bauen wir unseren Geistlein auf? Was braucht er für eine Nahrung, damit er gesund wachsen kann? Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Weil was will Ahriman? Ahriman will, dass wir nicht erwachsen werden geistig. Das heißt, er sorgt mit allen Mitteln, wir mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die Anthroposophie stirbt. Dass die Anthroposophie nicht zu den Menschen kommt, weil er ganz genau weiß, wenn die Anthroposophie zu den Menschen kommt, dann hat er verloren. Und deshalb dieser Kampf um die Anthroposophie, der Kampf heute in der Welt um Anthroposophie liegt daran, weil die Widersachermächte gerne uns in ihrem Bereich haben wollen, und eben nicht wollen, dass wir geistig erwachsen werden. Das heißt, man versucht den Kindern hier auf der Erde, den Terranauten, die Anthroposophie vorzuenthalten. Deshalb der Kampf, auch damals schon bei Rudolf Steiner, gegen die Anthroposophie. Das ist völlig normal, das muss so sein. Nur, dass wir genau wissen, es soll uns die Nahrung vorenthalten werden, sodass wir geistig überhaupt erwachsen werden können. Und was ist Nahrung für einen Geistlein? Das ist eine so wichtige Frage. Wir kommen dann immer zu diesem Zitat auch von Jesus Christus, wo er sagt, sammle auf Erden nicht die Schätze, die die Motten und der Rost fressen, sondern die Schätze des Himmels oder des geistigen Reiches. Deshalb haben wir auch das Wort kam von Pierre, geistreich. Geistreich denken, wie es unser Online-Kurs heißt, hat eine schöne doppelte Bedeutung. Dass wir geistreich tun und dass wir unser Geistreich aufbauen, dass wir unseren Körper so aufbauen, dass wir im Geistreich als freies Wesen leben können. Und dazu muss ich diesen inneren Menschen aufbauen für das Geistreich, für das geistige Reich Gottes. Das ist das, was Jesus Christus sagt. Und deshalb sagt er zu uns, ich schicke euch den Geist der Wahrheit, macht euch keine Sorge. Den schicke ich euch und ihr werdet euch frei machen und wenn ihr dem folgt, so werdet ihr frei sein. Und das ist genau das, was eigentlich Christentum ist. Also was ist dann ein Anthroposoph oder eine Anthroposophin? Eigentlich ein Mensch. Eigentlich heißt es Mensch werden. Anthroposoph zu werden oder zu sein heißt eigentlich Menschwerdung. Das kam vorher schon raus. Die Anthroposophia ist unser eigenes Wesen. Ja, also ist Anthroposoph gleichzusetzen mit Mensch. Und zwar im Sinne des Weltenplanes ein Mensch, der geistig erwachsen ist, der Mensch geworden ist, der ein freies geistiges Wesen geworden ist. Das ist ein Anthroposoph für mich. Das ist ein Anthroposoph. Oder ein Anthroposophin. Ein Mensch. Und da auch die schöne Information von Rudolf Steiner sagt, was ist ein Christ? Ein Mensch. Jetzt haben wir die Identität, Christ, ein Christ zu sein, ist gleich Anthroposoph zu sein, ist gleich Mensch zu sein. Wir können sagen, Anthroposophie dient dazu, Mensch zu werden, Geist, Mensch. Das ist das, wozu Anthroposophie dient. Dazu ist in die Welt gekommen, uns die Nahrung zu geben, Geist, Mensch zu werden, Mensch zu werden. Ja, bei Menschen sind wir schon auf der Erde hier. Aber wir wollen Geistmenschen werden, wir wollen erwachsene Geistmenschen werden. Und dann sind wir Anthroposophen. Also da haben wir noch ein Stück hin. Also können wir auch immer sagen, wir sind werdende Anthroposophen oder Anthroposophinnen oder werdende Götter oder werdende Menschen oder werdende Christen. Das ist alles ein Ziel. Wir sind es vielleicht schon und es soll mit allen Mitteln verhindert werden. Das noch einmal zu dem, was Anthroposoph heißt. Und jetzt die Frage, welche Aufgabe haben wir? Die steht zwar schon da. Ja, werde Mensch. Ja, mein Buch zur Ausführung von Anthroposoph, das heißt, es werde Mensch. Ein wunderschöner Titel, das ist unser Programm, auch es werde Mensch. Aber gerade bei dieser Tagung kam jetzt auch natürlich in Diskussion, kam heraus, ja was gibt es an Aufgaben für mich, wenn ich mich mit Geisteswissenschaft beschäftige? Was immer sehr klar ist, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist, was tue ich für mich? Das zweite ist, was tue ich eventuell für meine Familie, meine Freunde, mein näheres Umfeld. Und das
Business, was tue ich für die Welt? Das sind so die drei Fragen. Und da gibt es, das so aus meiner Erfahrung heraus, zwei Strömungen. Und die erste Strömung ist, immer im deutschen Wort, kehre vor deiner eigenen Tür, das reicht. Das ist so der übliche Spruch, in dein Leben, verwirklich in dein Leben und das reicht. Das mag ja auch reichen, wenn man dann fragt, was heißt denn das Verwirklichen? Also für mich etwas zu verwirklichen. Weil es ist völlig klar, dass Menschwerdung nur durch uns erreicht werden kann. Das kann keiner mehr für uns tun. Das müssen wir selber tun. Das heißt, das ist die Aufgabe von uns, wenn wir Geisteswissenschaft oder Anthroposophen sind, uns selber entwickeln. Es ist eh klar. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz, was man da alles tun kann. Ne? Übungen machen, Lehrgänge machen. Aber ja, da kann man also Nebenübungen machen, ne? Das haben wir noch alles. Kunst, Eurythmie zu machen vielleicht. Also es gibt so viele, viele Sachen im täglichen Leben, in der Kommunikation, bewusst zu sein, Bewusstseinsziele entwickeln. Was heißt das? Reines Denken lernen, also die Litanei nimmt dazu, was wir alles tun sollen, um Anthroposoph zu werden oder Mensch zu werden. Das ist alles klar. Und dann bleibt trotzdem noch die andere Frage ist, reicht das aus oder gibt es noch eine andere Mission für uns als Anthroposoph oder Geisteswissenschaft? Wir werden heute auch dann zum Schluss noch ein Lied hören von Davide, wo genau dieses Motto vorkommt. Denn wir sind Geistesmenschen, als Geistesmenschen sind wir Geschwister, Geistige. Das heißt, alle Menschen werden Brüder. Dieser wunderschöne Satz ist genau das, was uns Rudolf Steiner aufzeigt. In der Zukunft der Menschheit geht es darum, um die Brüderlichkeit. Es geht wirklich um das Zusammenwachsen der Menschheit, dass wir wirklich geistig Geschwister sind. Und ihr wisst ja alle aus der Familie, oder? Wenn man so Geschwister hat, gibt es Ältere und Jüngere. Es ist nicht unbedingt so, dass die Jüngeren jetzt den Älteren helfen. Ne? Meistens ist es umgekehrt, weil die Älteren immer die Reiferen sind. Ja, und wenn wir geistig Geschwister sind, und man ist schon ein bisschen älter, erwächst vielleicht daraus eine innere Verpflichtung, den jüngeren Geschwistern den Popo zu wischen. Den jüngeren Geschwistern zu helfen. Und da liegt schon, wenn man das Wesen der Anthroposophie versteht, doch eigentlich schon die Aufgabe, helf deinen jüngeren Geschwistern. Alle Menschen werden Brüder, zusammenwachsen, heißt dem anderen zu helfen. Das ist doch eigentlich, es liegt ja schon in der Geschwisterlichkeit der Anthroposophie drin. Warum sollten wir das tun? Warum sind wir Geschwister? Weil es den Weltenplan gibt und ein Ziel gibt. Eine neue Erde, aber zunächst einmal soll diese neue Erde, die wir dann Jupiter nennen, die muss ja erstmal später geboren werden können. Die wird aus einer alten Erde heraus geboren. Deshalb sagte Johannes, ich sah eine neue Erde und einen neuen Himmel. Die muss ja geboren werden. Und woraus soll sie geboren werden? Aus der alten Erde. Und da ist die Frage, wozu ist diese Erde, auf der wir sind, dieser Planet da? Wozu ist er da? Und wozu sind wir da? Wozu sollen wir hier auf der Erde sein? Und was sollen wir mit der Erde machen? Da gibt es heute diesen ökologischen Wunsch, sie möglichst ewig so zu erhalten, wie sie ist. Ja, Erde soll immer so bleiben, wie sie ist, weil dann kann die Menschheit auf alle Ewigkeit hier auf der Erde leben. Das ist Ahriman. Ahriman möchte gern, dass die Erde nur so bleibt, dann hat er sein Reich. Also auch mal hinterprüfen, so die ökologischen Gedanken, wie weit denken wir denn? Dann will die Erde ja ganz was anderes, aber das ist nur ein kleiner Impuls, wir damit gar nicht politisch werden, sondern es gibt ein klares Ziel in dem Weltenplan, wenn irgendwann wird die Erde verschwinden, die wird es ja nicht mehr geben, dann können wir noch so viel Ökologie betreiben. Das werden die geistigen Wesen nicht zulassen, weil die wollen auch mal Schluss machen. Also wir heute Abend jetzt auch mal Schluss machen wollen. Aber auch die werden immer mal Schluss machen. Jetzt haben wir die Erde für euch lang genug erhalten.
Jetzt soll man die Erde erlöst werden, ja, aber bis dahin haben wir eine Aufgabe, wir sollen aus der Erde etwas machen. Das ist übrigens alter Freibauerimpuls, im wahrsten Sinne des Wortes, einen salomonischen Tempel daraus zu machen. Was ist der salomonische Tempel? Das ist der Tempel der Liebe. Es soll aus dem Planeten Erde ein Planet der Liebe werden. Das ist unsere Mission. Das ist unsere Mission als Mensch. Und nachdem wir gehört haben, dass wir als Anthroposophen ja Menschen sind, ja, das ist jetzt Mathematik, ne? Also unsere Aufgabe der Menschen ist, ein Planet der Liebe zu machen und die Anthroposophen Menschen sind, also wenn A gleich B und B gleich C, dann ist A gleich C. Also ist die Aufgabe der Anthroposophen aus dem Planeten Erde ein Planet der Liebe zu machen. Das ist die Aufgabe. Also jetzt überlegt euch, ob ihr euch weiter mit der Anthroposophie beschäftigen wollt. Da liegt eine Verpflichtung aus diesem Planeten einen Planeten der Liebe zu machen. Ja, können das noch nicht die anderen machen? Nein, das können nur die machen, die das Wesen verstehen. Die auch das Wesen der Liebe verstehen. Das können eigentlich nur die machen. Die Anthroposophen, bitte jetzt immer Anthroposophen, immer im Sinne der Anthroposophie, das Wesen von uns selbst. Das muss jetzt nicht sein, dass man unbedingt das Eugenie macht oder diese Dinge macht, sondern dass man das Wesen der Dinge erforscht und dass man sich auf das Wesentliche einlässt. Das ist Anthroposophie. Und ob man irgendwann nochmal Eurythmien braucht oder Lehrgänge von Anthroposophie, ist alles nicht wichtig, sondern dass wir Menschen lernen, das Wesentliche zu erfassen. Das ist Anthroposophie. Und die haben dann einen Job, ne? Die haben eine Mission, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst und im zweiten Schritt liebe deine Feinde. Das ist die Mission. Christ sein, Mensch sein, Anthroposoph sein ist dasselbe. Das ist das, wo für mich jetzt die Mission drin liegt. Das ist die Aufgabe der Anthroposophen, der Menschen, der Christen. Wir stehen jetzt in der sogenannten fünften Epoche, im Fischezeitalter. Und das sechste, das Slawische, soll das der Brüderlichkeit werden. Das heißt, wir haben eine Mission in dem Zeitalter, unsere persönliche Mission. Auch das war in der Tagung, ist eh klar. Jeder weiß auch sofort, was das ist. Wir müssen unser Bewusstsein wieder entwickeln. Jeder von uns kann das natürlich sogar aus dem Ärmel schütteln, jeder weiß, was das ist. Und wir merken dann schon, da kann man ein paar Jahre dran arbeiten, wie ich, bis man irgendwann zu ahnen beginnt, was das sein könnte im Alltag. Und das wollen wir ja vermitteln. Und da lerne ich auch jeden Tag. Gestern habe ich es noch gewusst. Wenn mich heute jemand fragt, muss ich wieder neu, merke ich selber immer wieder neu, jawohl, was ist denn diese blöde Bewusstseinsseele da? Wie geht das denn? Was ist der Unterschied zur Verstandesseele? Das ist das, was wir immer wieder jeden Tag neu erleben müssen, denken müssen und sagen, wie setze ich das um? Wir sind jetzt in dem Zeitalter des Ariman, des Materialismus und der Freiheit und der Bewusstseinsseele. Wir sind jetzt im Zeitalter, wo wir uns mit dem Bösen auseinanderzusetzen haben. Ich habe das ja die Woche auch im Vortrag über alle Seelen, alle Heiligen gebracht, dieses Buch von Ricarda Hoch. 1916, glaube ich, erschienen, dass die Menschen erstmal lernen, den Teufel sich auseinanderzusetzen. Mit Gott kommen sie schon klar. Aber mit dem Teufel sich auseinanderzusetzen, das ist die wichtige Aufgabe, was sie völlig richtig erkannt. Wir sind jetzt im Zeitalter der Bewusstseinsseele, wo wir uns mit den arimanischen Widersacherkräften, den Luziferischen, auseinanderzusetzen haben. Warum? Weil danach das Zeitalter der Brüderlichkeit kommt. Das heißt, unsere Mission hier ist nicht nur für uns, die Bewusstseinsseele zu entwickeln, sondern auch zu schauen, dass wir das nächste Zeitalter vorbereiten. Und deshalb immer dieser Impuls, wo wir es verhindern, indem man auch einen eisernen Vorhang schafft, damit Russland und Deutschland nicht zusammenkommen. Das ist dann wiederum der alemannische äußere Ausdruck, warum verhindert werden soll, dass wir Deutschen unseren Beitrag liefern können, dass drüben später dann Brüderlichkeit entstehen kann. Also diesen schönen Zusammenhang haben wir dann, Rudolf Steiner. Und das ist unsere Mission in dem Zeitalter. A, Bewusstseinsseele zu entwickeln und B, vorzubereiten, dass das dann später auch Wirklichkeit werden kann, das Christentum in der Wirtschaft. Und das ist unsere Mission aus meiner Sicht. Und das ist eigentlich Vorbereitung für die Liebe. Und die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Das heißt, wir müssen Freiheit verwirklichen, damit auf dem Boden der Freiheit überhaupt Liebe dann später erwachsen kann. Und wir müssen das heute schon üben. Sind wir auch schon dabei, so ein bisschen. Da sagt Rudolf Steiner dazu, was das Ziel ist. Der Mensch soll mit geistigen Augen sehen und mit geistigen Augen hören, was kein physisches Auge sehen und kein physisches Ohr hören kann. Das hat er die anthroposophische Bewegung angebracht.
Und möglich wäre es gewesen, in diesen zwei Punkten wirklich etwas zu erreichen, also das geistige Sehen und Imagination, Inspiration wäre unmöglich gewesen, wenn nicht in den Mittelpunkt dieser ganzen Bewegung und die anthroposophische Bewegung, da muss sich diese Bewegung oder wir in der Bewegung immer fragen, erfüllen wir das? Das war auch Zweck dieser Tagung mal, zu schauen, erfüllt denn die anthroposophische Bewegung das, was Schubersteiner hier schreibt? Eines geschoben wäre, welches geeignet ist, wirklich die neuen Erkenntnisse, die neue Wissenschaft und den neuen Glauben, davon spricht er sogar, aus der Menschenseele heraus zu gebären. So, was ist dieses Neue, was das Zentrum der anthroposophischen Bewegung sein soll oder sein muss? Hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Mensch geglaubt, nur durch Kampf zur Vollkommenheit vorzudrängen und dadurch den Kampf zum großen Weltgesetz gemacht, also das Recht des Stärkeren, ne? Darwinismus, Sozialdarwinismus, so müsste er jetzt lernen, das in seiner Seele auszubilden, was das Gegenteil des Kampfes ist, die Liebe. Jetzt sagt er, was das ist. Da können wir uns jetzt messen. Die Liebe, welches das Glück und das Wohlergehen des Einzelnen nicht trennen kann von dem Wohl und dem Glück, Wohlergehen und dem Glück des Anderen. Welche dem anderen nicht denjenigen sieht, auf dessen Kosten man vorwärts kommen kann, sondern denjenigen, dem man helfen muss. Und da kommt jetzt dieser schöne Spruch von Rudolf Steiner, den die meisten auch kennen, den er in seinen Dürften für die Mysterien David einmal geschrieben hat. Kennt ihr wahrscheinlich alle, in Zukunftszeiten müssen die Menschen füreinander sein und nicht einer durch den anderen. Und so wird dieses Weltziel erreicht, wenn jeder in sich selber ruht, das ist Freiheit, und jeder jedem gibt, was keiner fordern will. In Zukunftszeiten müssen die Menschen füreinander sein und nicht einer durch den anderen, nicht die benutzen, gebrauchen. Nur so wird das Weltziel erreicht, wenn jeder in sich selber ruht, Freiheit, und jeder jedem gibt, was keiner fordern will, Liebe. Die Not des anderen erkennen, man muss nicht drum bitten oder betteln, sondern erkennen die Not des anderen. Das hat Rudolf Steiner in diesen 6 Zeilen wunderschön beschrieben. Ja, das ist es. Und er sagt, wird die Liebe in der Seele geboren, dann wird der Mensch auch in der Außenwelt die schaffende Liebe sehen können. Voll interessant, wir sehen die Liebe draußen eigentlich erst, wenn wir sie in uns gefunden haben. Wie der Mensch sich im 19. Jahrhundert eine Naturanschauung schuf, ja, David sah nur den Kampf. Er sah nicht die Liebe drin. Die Anthroposophen sollen jetzt lernen, draußen in der Natur die Liebe zu sehen, die eigentlich hinter dem scheinbaren Kampf ist. Dazu müssen sie ja die Liebe in sich selber leben. Die von seiner Vorstellung des Kampfes ausging, so wird er eine Welt erschaffen, eine Weltanschauung der Liebe schaffen, weil er den Keim der Liebe entwickeln wird. Also er redet von Keimen der Liebe. Das ist unsere Aufgabe. Also wir müssen ja nicht die Liebe gleich zu 100% sind wir ganz beruhigt. Es reicht schon mal, wenn wir als Anthroposophen oder wenn man sich so fühlt, den Keim der Liebe entwickeln. Also das ist so die Aufgabe gegenüber unseren Geschwisterwesen, den Jüngeren. Ne? Ihr seid die Älteren, ist euch schon klar? Naja, schon, ne? Nicht davon schleichen. Alle, die hier sind, sind die älteren Geschwister. Ihr müsst schon den Jüngeren beiseite stehen, man muss es halt nur richtig machen. Aber nachdem ihr alle wahrscheinlich jüngere Geschwister so im Erdenleben haben, wisst ihr, wie das geht. Dass jüngere Geschwister sich auch helfen lassen. Ne? Muss man dann schon. Also wie ist das mit dem Wohl der ganzen? Es geht schon, er sagt, dieser Satz, welchen das Glück und das Wohlergehen des Einzelnen nicht trennen kann von dem Glück und Wohlergehen des Anderen. Mein Glück darf nicht getrennt sein vom Glück des Anderen. Da arbeiten uns die Engel schon dran, dass wir das lernen. Und er sagt dann, weiter will der Mensch den liebeschaffenden und Liebe ausströmenden Gott erkennen, dann muss er seine Seele selbst zur Liebe heranbilden. Das ist der wichtigste Grundsatz,
den, er sagte damals, die theosophische Bewegung, weil das war im September Michaeli 1904, da war er noch in der theosophischen Gesellschaft, das sagt er hier theosophisch, aber wir können also sagen, das ist der wichtigste Grundsatz, den die anthroposophische Bewegung zu dem ihrigen gemacht hat. Den Kern einer allgemeinen Menschenverbrüderung zu bilden. Den Kern einer allgemeinen Menschenverbrüderung zu bilden, welche auf Menschenliebe gebaut ist. Das ist die Vision der Anthroposophie. Dadurch wird die anthroposophische Bewegung die Menschen in umfassender Weise zubereiten zu einer Weltanschauung, in der nicht der Kampf, sondern die Liebe schafft und bildet. Der sehende Menschengeist wird die schaffende Liebe sich entgegenströmen sehen. Also er sagt eigentlich ganz klar, was unsere Mission, aber jeder muss das ja mit sich selber ausmachen. Die Mission ist, ja, die Liebe zu entwickeln. Und das geht immer nur mit Wahrheit und Freiheit. Das ist diese, immer diese spannende Geschichte. Und er sagt dann weiter, das in sich die Liebe heranbilden, wird zu der Erkenntnis führen, dass die Liebe die Welt geschaffen hat. Also wir sehen schon, hier haben wir auch eine Bestimmung der Liebe, das ist eigentlich die urschöpferische Kraft, oder? Und der goethische Gedanke wird erfüllt sein, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Dieses Vermächtnis des großen Dichters, so Rudolf Steiner, bildet den Antrieb unserer anthroposophischen Bewegung. Der moderne Mensch sollte den bedeutsamsten Faktor in der fortschrittlichen Entwicklung durch die anthroposophische Bewegung in sich selbst ausbilden. Das Zusammenwirken im sozialen Leben sollte er anstreben. Dadurch würde es ihm möglich, fortzuschreiten in der Weisheit und in weisheitserfüllter Kraft weiterzuschreiten, auch in geistigen Welten. Dann wird der Mensch mehr und mehr wieder erkennen, was sein Ewiges ist und was seine ewige Bestimmung ist. Er wird wissen, wie er selbst schafft und arbeitet an dem, jetzt in Anführungszeichen von Goethe, sausenden Webstuhl der Zeit. Als ein Glied in einer geistigen, nicht bloß sinnlichen Welten. Er wird wissen, dass er die alltägliche Arbeit verrichtet und dass diese sich nicht in sich selbst erschöpft, sondern ein kleines Kettenglied ist in einen großen Menschheitsfortschritt. Er wird wissen, dass jeder Mensch ein Keim ist, der zu seinem Blühen und Gedeihen eine Kraft braucht, die den Keim herausdrängt und heraustreibt aus der finsteren Erde. Das, was die Seele schafft, muss herausgeholt werden aus dem geistigen Erdreich, wie der Pflanzenkeim aus dem physischen Erdreich herausgeholt werden muss. Also er spricht vom geistigen Erdreich, und wir dürfen das Wort wörtlich nehmen. Auf der Erde müssen wir das tun, nicht im Himmel drüben. Hier auf der Erde findet es. Und das ist Spiritualität. Spiritualität, wie es heute in der Esoterik verstanden wird, ist nicht Spiritualität. Das ist Flucht, wie es oft verstanden. Das ist Flucht aus der Erdenaufgabe zurück in die luziferische spirituelle Welt. Das ist Flucht in eine vergangene Spiritualität. Das haben wir vorhin auch gehört. Früher auf dem Seelengrund, früher war Luzifer. Heute ist auf dem Seelengrund der Christus, aber auf der Erde. Und das ist diese große Geschichte, dass wir auf der Erde, in der Erde und nicht im Himmel die Liebe hier entfalten müssen. Es geht gerade um das Tun im Irdischen und nicht die Verleugnung des Irdischen. Und wie der physische Keim herausgeholt wird von der Sonne zur Sonne, so wird die blühende und gedeihende Menschenpflanze herausgeholt werden durch eine geistige Sonnenkraft. Durch jene geistige Sonnenkraft, welche die Anthroposophie den Menschen lehren und vermitteln wird. Geistige Sonnenkraft, die Anthroposophia in uns. Wir haben das vorhin gehört, dass wir auf einmal leuchtende Sterne werden, geistig, für die geistige Welt. Das ist diese leuchtende Sonnenkraft, weil wir den Christus in uns auf dem Seelengrund finden werden. Er, der aus der Sonne,
mit der Sonnenkraft in die Erde gekommen ist. Das ist das Mysterium des Christus. Deshalb finden wir ihn nur in der Tiefe der Erde. Das ist das Mysterium. Sie wird ihn hinführen zu der herrlichen und gewaltigen Geistessonne, die man aussprechen kann, aber nicht bloß auszusprechen, sondern zu erkennen und zu durchschauen nötig hat. Das ist die Geistessonne, die draußen lebt in der geistigen Welt, die aber auch im Inneren des Menschen lebt. Als ersten Grundsatz hat die anthroposophische Bewegung, dass diejenigen, welche sich zusammenschließen zu dieser Gesellschaft, der Sprache von der Gesellschaft, von der anthroposophischen, entwickeln das Anschauungsvermögen für diese geistige Sonne. Also das ist das, was wir zu lernen haben, das Wesen in uns, die Anthroposophie, die geistige Sonne, den Christus zu erkennen, die im Inneren des Menschen und in der großen geistigen Außenwelt lebt, die die treibende Kraft im Geistigen ist und wirklich eine Kraft wie alle anderen physischen Kräfte, nur eine höhere. Und das ist die Kraft der schaffenden Liebe. Eine neue göttliche Erkenntnis wird heraufgeführt werden. Wird werden. Weiß ich, weil ihr seid hier. Dann wird der Mensch in der Außenwelt die schaffende Liebe erkennen, wenn der Mensch diese Liebe in sich immer größer und größer werden lässt. Dann wird die Anthroposophie nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auch die geistige Zukunft herbeiführen durch die wachsende und gedeihende Liebe im Geist. Das ist eigentlich ein sehr, sehr klares Bild, was die schöne, wunderbare, große und unglaubliche Aufgabe von Anthroposophen ist. Und letzten Endes ist es so, dass es heißt, ja, dass wir uns um die Welt kümmern, nicht um uns selbst nur. Das ist ja diese große Herausforderung. Und da will ich darauf hinweisen, gute Heimreise, ja, grüß Augsburg. Da hat ja jemand einmal ein Politiker, und das geht ja nicht. Wenn wir uns um die Welt kümmern, geht ja nicht so, wie es heute läuft. Das geht ja so nicht im politischen Bereich. Das kann so nicht gehen. Und da muss eine andere, wenn, dann müsste etwas anderes hineinkommen. Und da gibt es jemand, der einen schönen Satz gesagt hat, und ich habe den jetzt nur umgetextet. Frage nicht, was die Welt für dich tun kann. Frage, was du für die Welt tun kannst. Das ist Anthroposophie, dann im Tun nach außen, die Anthroposophie nach außen zu stellen, heißt doch letztes, was tue ich für die Welt? An diesem Spruch von John F. Kennedy übertragen auf die Anthroposophie. Und dass wir selbst uns um unsere Entwicklung kümmern, ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir selber frei werden müssen. Und die Frage ist, was gibt es darüber hinaus oder brauche ich gerade das Interesse an der Welt? Das Tun an der Welt dafür, dass ich mich entwickle. Das ist meine persönliche Überzeugung. Du kannst gar nicht im stillen Elfenbeinturm zu Hause dich zur Freiheit entwickeln, ohne dich an den anderen zu reiben und für die Welt etwas zu tun. Das geht meines Erachtens nicht. Das muss dann jeder auch für sich selber ausfinden, wie er dann in der Welt wirken will. Aber das Wirken in der Welt ist eine Notwendigkeit für mich, für die persönliche Entwicklung. Deshalb habe ich früher auch immer gesagt, frage nicht, was dein Engel für dich tun kann. Frage, was du für deinen Engel tun kannst. Frage nicht, was die geistige Welt für dich tun kann, sondern was du für die geistige Welt tun kannst. Probieren wir es noch. Das, danke. Das ist die schöne, große Herausforderung hier. Und es wird wohl auch so sein, wir haben versucht, da zum Konsens zu kommen. Das wird vielleicht dann in der nächsten Tagung der Fall sein. Wir haben zwei Ideen entwickelt. Aber es ist gar nicht einfach zu sagen, ja, man bildet eine neue Gemeinschaft aus freien Geistern, die dann jeder Einzelne kann ja was tun, aber ohne Gemeinschaften, die im Großen wirken, nach außen hin, wird es schwierig sein, gewisse Ziele auf der Erde zu verwirklichen. Also es werden sich Gemeinschaften bilden müssen, aber es ist gar nicht so einfach, ne? So mit 70, 80 Freigeistern, so, ne? Manchmal tut man sich schon zu zweit sehr schwer, zu einem gemeinsamen Beschluss zu kommen. Irare Humanum Est heißt das Ehe. Oder auch Happy End. Und da gibt es auch keine fertigen Antworten, aber ich will da noch versuchen, eine zumindest mal anzureißen.
Also der Weltenauftrag ist eigentlich klar für mich. Ich bin ja nur meine, der Weltenauftrag ist klar. Den Planeten, das ist unsere Aufgabe der Anthroposophen, der Menschen. Und das müssen ja, wenn sie Mensch werden wollen, müssen sie ja Anthroposophen werden. Aber in dem Sinn der Anthroposophie, des Menschen, mit der Menschwerdung, bitte nicht das immer gleichzusetzen mit dem, was halt heute da ist, sondern Menschwerdung ist Anthroposophie. Und das ist ja eine ungeheure Aufgabe, das zu verwirklichen. Und letztens geht es ja auch hier, Thema Fridays for Future. Wir wollen die Welt retten. Ich habe die Woche einen ganz wichtigen Vortrag dazu gehalten auf Facebook. Der erscheint bald auf YouTube. Wann machen wir es? Wir können auch am Wochenende schon hoch. Wir haben nur noch 13 Jahre Zeit. Ja? Also völlig klar, war Geheimbericht. Bald ist auf YouTube, schaut euch den Vortrag an, der ist sehr ernst gemeint. Ne? Da habe ich auch nicht gelacht dabei. Ja, doch, die Welt zu retten. Und es geht um die Rettung der Welt, es geht um die Rettung der Menschheit. Und das meine ich jetzt ernst, weil der Weltenplan uns in Freiheit stellt, ob er verwirklicht wird oder nicht. Ob die Menschheit diesen Planeten Liebe schafft, den Planeten der Liebe schafft oder nicht. Weil wenn es alles schon vorprogrammiert wäre, gäbe es keine Freiheit. Das heißt, es ist ein wirklicher Kampf um die Rettung der Menschheit oder um die Zukunft der Menschheit. Das ist ein reales Geschehen und das hat nichts mit CO2 zu tun. Jetzt müsste man noch eine Erfindung und noch eine neue Übersetzung für CO. Aber ich bringe das mit Ariman und Lucifer nicht hin. Vielleicht findet es jemand von euch. CO2. Zwei haben wir schon, ne? Zwei. Lucifer, das C steht für Lucifer, O für Ariman. Ja, das müssen wir irgendwie. Es geht schon um CO2. Es geht darum, ob wir die Kräfte entwickeln, die beiden sozusagen, ja, mit ihnen zurechtzukommen und wirklich die Liebe zu entwickeln. Und zum Glück sind sie da. Aber es ist eine ungeheure, und Bruder Steiner spricht auch von einer kühnen Aufgabe. Und da sagt er dann, und damit will ich das zunächst schließen, wie aber diese ungeheure und kühne Aufgabe angreifen. Das sind jetzt Zitate von Eduard Jouret. Eduard Jouret hat dieses Buch geschrieben, Die großen Eingeweihten. War sehr eng mit Bruder Steiner zusammen, dann im Rahmen des Ersten Weltkrieges hat er sich im Zorn getrennt von Bruder Steiner, weil er auch durch die Politik so beeinflusst worden ist, dass aus dem Geistigen heraus in Opposition gegangen ist. Später ist er wieder zurück zu Steiner, hat sich dann entschuldigt. Aber der Erste Weltkrieg hat die Nationen und die Menschen gespalten, ganz gewaltig. Und er hat dann eben mit Rudolf Steiner darüber gesprochen, und das ist ein Zitat von Eduard Jouret, was Rudolf Steiner zu ihm gesagt hat. Wie aber diese ungeheure und kühne Aufgabe angreifen? Wie sollte er den großen Feind, die einem ungeheuren, gepanzerten und über einen großen Schatz gelagerten Drachen vergleichbare, moderne, materialistische Wissenschaft besiegen oder vielmehr zähmen und bekehren? Jetzt habt ihr nochmal die Aufgabe anders beschrieben. Diesen Drachen der Naturwissenschaft, der ja positiv ist, als Scheinwissenschaft, aber als Scheinwissenschaft überwunden werden muss, wie kann man, der auf einen großen Schatz ruckt, wie kann man diesen Drachen besiegen oder zähmen? Zähmen ist besser, Drachen weiter. Wir werden Drachen. Gibt es so einen schönen Film, ne? Avatar, können wir schon sehen, wie das geht. Die Blaublütigen, die den Drachen zähmen und reiten. Wie kann es gelingen, den Drachen der modernen Wissenschaft zu bändigen, um ihn vor den Wagen, schaut euch das Bild an, vor den Wagen der geistigen Wahrheit zu spannen? Ah, seht ihr, stimmt sogar, Drachenreiter. Vor den Wagen der geistigen Wahrheit zu spannen. Vor allem, jetzt kommt das andere noch, das kennen wir heute auch, vor allem, wie ist der Stier der öffentlichen Meinung zu besiegen? Ja, damals alles schon wunderbar. Und da hat Rudolf Steiner gesagt, wenn du den Feind bekämpfen willst, musst du ihn zuerst verstehen. Nicht fliehen, sondern ihn verstehen. Den Drachen kannst du nur besiegen, wenn du seine Haut anziehst. Was haben wir gemacht? YouTube. Internet. Ja.
Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich darf sagen, ich hatte bei Hermes vor Jahren, um das Projekt zu finanzieren, um einen Kredit von 50.000 Euro mal angefragt. Zum Glück haben sie es nicht gemacht. Also das hätte ich von 50.000 Euro Schulden. Das war gar nicht notwendig, aber ich hatte angefragt und habe auch ein Gespräch da geführt und die Antwort war, wir glauben nicht, dass das über Internet geht. Wir glauben nicht, ne? Wir glauben nicht, dass das über Internet geht. Nachdem ich weiß, was mein Karma ist und mein Schicksal in dem Leben, dass ich nämlich aus eigener Kraft schaffen muss, ist es halt so geworden und das Schöne ist, dass es eben so funktioniert, dass es nicht mit äußeren Mitteln sein muss. Da bin ich sehr dankbar dafür und sehr demütig, aber es war schon spannend dann eben, und dann, dann habe ich noch gefragt, ja, wie funktioniert denn Ihre Firma, denn es geht nicht ohne Internet. Aber Anthroposophie im Internet, das kann ich mir nicht vorstellen, das geht nicht. Ne? Geht auch nicht, ne? Klar. Es läuft. Es rennt. Drachen kannst du nur besiegen, wenn du seine Haut anziehst. Den Stier musst du bei den Hörnern nehmen. Wir brauchen eine Ausbildung als Stierkämpfer. Armin, jetzt weißt du, es geht nicht. Nicht Heldenschule, sondern Stierkämpferschule. Drachenschule, aber Stierkämpfer. Im größten Missgeschick, gut hinhören, wirst du deine Waffen und deine Kampfgenossen finden. Das waren die Worte, die Rudolf Steiner erzählt hat, die ihm sein Meister selber gesagt hat. Das waren nicht die Worte von Rudolf Steiner, sondern er hat dem Eduard Schurey gesagt, weil er hatte einen Meister gehabt, das war Christian Rosenkreuz, wir wissen nicht, wer es war. Er hat zwei Lehrer gehabt, aber sein Meister, sein Lehrer, Christian Rosenkreuz, Graf von Saint-Germain, war damals inkarniert. Der Johannes des Evangeliums war damals inkarniert. Und der hat zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wie ihn angeredet hat, ob lieber Rudolf oder lieber Herr Steiner, ist nicht bekannt, aber das hat er ihm erzählt, dem Eduard Schurey. Im größten Missgeschick wirst du deine Waffen und deine Kampfgenossen finden. Ich habe dir gezeigt, wer du bist, jetzt gehe und bleibe du selbst. Und das ist, liebe Freunde, das ist damit unsere Mission auch gekennzeichnet. Arimans Haut, nicht Ariman muss man lieben lernen, in die Haut schlüpfen und den Drachen von innen. Jetzt kommt noch ein anderes Zitat, das habe ich nicht da, damit will ich das auch beenden und uns wünschen, dass es so weitergeht und dass wir weiter so viel Freude miteinander haben und dass wir jetzt immer mehr in diese Drachenhaut hineinschlüpfen. Ja, wisst ihr, was los ist? Stierkämpferausbildung, Drachentöterausbildung, ja, ist mehr für die Männer, Stierkämpfer ist mehr für die Frauen. Er hat noch was anderes gesagt, das Zitat habe ich leider nicht dabei. Hat er darauf hingewiesen, Leute, wir sind doch schon längst in der arianisierten Welt. Hat mit dem Buchdruck angefangen. Weil das ist ja alles schwarze Magie, es ist ja alles der Buchdruck. Deshalb haben früher die Menschen gesagt, das ist dämonisch. Das stimmt, das ist arianisch. Voll dämonisch. All diese Bücher, die gedruckt worden sind, mit Steiners Worten drin, das ist alles arianisch. Es ist so. Das ist nichts Schlechtes, das ist arimanisch. Das ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, nichts Böses. Es ist einfach nur arimanisch und das ist da gedruckt in materieller Form. Den Geist muss er erst wieder rausholen, ne? Aus diesen schwarzen Punkten, haben wir schon gesagt. Und man sagt, schau, wir sind doch eh schon in der arimanisierten Welt. Es kommt auch noch die Schreibmaschine, die hat dann auch geschrieben, was sie mit dem Ätherleib macht. Dann haben wir noch, jetzt damals kam es ja das Kino. Leider hat er nicht eine einzige Tonaufnahme zugelassen. Leider. Ich hätte ihn gern einmal. Eine Tonbandaufnahme hätte gereicht, aber er wollte es nicht. Jetzt kommt auch noch, jetzt sage ich mit meinem Wort, diese Höllenmaschine und Maschine-Kino. Wird uns ja nicht mehr, Internet auch nicht. Aber jetzt kommt auch noch das Kino und diese Dinge, wo ja schon die Bilder vorproduziert werden. Jetzt wird es noch arimanischer und es wird noch, er hat damals schon geschrieben, die Handys hat er schon geschrieben, er hat gesagt, kleine Apparate, wo wir alles damit tun werden, das hat er alles schon beschrieben. Und er hat gesagt, wie gehen wir jetzt mit dieser arimanisierten Welt um? Reingehen in die arimanische Welt. Warum? Jetzt kommt eure Aufgabe, um Ariman zu erlösen. Das ist die Liebesaufgabe an Ariman und das ist unsere Mission. Vielen Dank und viel Freude bei dieser Aufgabe.